Die deutsche Fußballlegende Horst-Dieter Höttges ist tot. Das teilte sein langjähriger Verein Werder Bremen am Montag mit. Der Fußballweltmeister von 1974 wurde 79 Jahre alt. Der legendäre Abwehrspieler, den die Fans auch Eisenfuß nannten, gewann neben dem WM-Titel auch die deutsche Meisterschaft mit Werder 1965 und die Europameisterschaft 1972. 420 Bundesliga-Einsätze für Bremen stehen für den Kultfußballer zu Buche, kein Feldspieler hatte mehr. Mit Horst-Dieter Höttges verlieren wir einen der größten Werderaner aller Zeiten und einen der besten Fußballer, die es je in Deutschland gab, wird Werder-Präsident Hubertus Heß-Grönewald in einer Clubmitteilung zitiert. Höttges habe sich mit seiner Treue zum Verein herausragende Verdienste erworben, erklärte er. Der SV Werder Bremen wird Horst-Dieter Höttges ein ehrendes Andenken bewahren, versprach Heß-Grönewald.